Leute, wie versprochen, das Donnerstagsvideo von Apex Legends mit einem kleinen Werbeinhalt von meinem Partner Aim Controllers. Aim Controllers hat die Preise drastisch reduziert, sodass ihr locker bei einer Grundbestellung bis zur High-End-Variante zwischen 50 und 100 Euro sparen könnt und das für immer, ohne irgendeinen Code. Es hat sich eine Menge geändert an den Preisen, an den Grundpreisen für bestimmte Komponenten und ich möchte euch einmal durchs Menü führen, was hat sich geändert, was ändert sich für euch, was ändert sich an meinem Code und ich möchte auch hier nochmal klar sagen, ich weiß, es gibt viele, die sind eher SCUF-Anhänger und sagen, Aim-Controllers ist nicht so geil, da habe ich hier mal Stickdrift und da ist das Kacke und hier, ganz wichtig, das sind immer Controller. Von Sony Original, die kriegen die in Massen geliefert, die werden nur umgebaut. Das heißt, wenn ihr mal Stickdrift habt, dann hat der Sony Controller Stickdrift. Nicht, weil das Aim Controllers ist. Das ist ganz wichtig, da haben viele schon ihren Senf dazu gegeben und haben dazu Unrecht das kritisiert. Das ist dann einfach Sony Technik, die einfach eine Macke hat. Da kann Aim Controllers nichts dafür, da ist der Hass einfach, wenn es deswegen ist, an der falschen Seite. Preise, eine andere Sache, wie gesagt, das ändert sich jetzt drastisch. Ich verstehe, wenn jemand sagt, boah, 300 oder 250 Euro für so einen High-End-Controller, das ist schon eine ganze Menge. Es ändert sich eine Menge. Und ich habe eine Bitte für alle, die vielleicht schon mal einen bestellt haben. Es haben über die letzten Jahre viele meinen Code, Casper 10, mit dem ihr immer den höchstmöglichen Rabatt bekommt, egal welche Rabattaktion Aim Controllers gerade selber fährt, ihr bekommt immer den höchstmöglichen Rabatt, der hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Für alle, die schon mal bestellt haben und in Zukunft bestellen und ihr habt den Controller, schickt mir bitte einfach mal auf Instagram euren Controller ein Bild. Würde mich sehr interessieren, wie habt ihr den zusammengestellt und so weiter und so fort. Lebenslange Garantie, auch ganz, ganz wichtig. Das wissen viele nicht. Ich weiß, dass die Konkurrenz SCUF früher, ich habe SCUF früher auch gespielt, ich fand die geil, aber wenn nach einem Monat bei mir ein SCUF kaputt geht, dann habe ich da nochmal einen anderen Bezug zu einem Aim-Controller, weil der hält bei mir ewig. Natürlich habe ich auch hier und da Stickdrift, muss mal einen einschicken, bekomme den wieder. Das ist auch von mir als Partner nicht fern. Dann habe ich mir noch einen zweiten SCUF-Controller bestellt, der war nach 3 Monaten im Arsch und da war nicht nur Stickdrift. Da habe ich dann gesagt, okay, reicht mir. Ich will jetzt SCUF aber nicht schlecht reden. Es gibt viele, die haben gute Erfahrungen gemacht, keine Frage. Es gibt viele, die mit Aim-Controllers vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Dann ist das auch okay. Aber wie gesagt, lebenslange Garantie, das kannst du nicht toppen. Und auch Gamer Grip gehört da dazu. Ich habe jetzt hier eine der neuesten Varianten mit dem neuesten Gamer Grip, den spiele ich bestimmt schon über ein halbes Jahr intensiv, vielleicht sogar ein Dreivierteljahr. Der Gamer Grip ist abgegriffen, hier fehlt auch schon ein Pedal, weil der mir weggebrochen ist. Da musste ich erstmal ewig rumfuchteln und musste dann erstmal mit einem anderen Controller spielen. Du kriegst einfach lebenslange Garantie und das kann dir kein anderer Hersteller bieten. Und jetzt gehen wir einfach mal hier auf die Seite und ich möchte hier nochmal betonen, warum wir hier schon von Grund auf eine Menge Geld sparen. Achso, das zeige ich euch vielleicht mal noch, denn es gibt seit 2 oder 3 Monaten eine neue Controller-Version. Da hast du die Smart Trigger, 1 mm Tastenweg, das ist nun mal eine wichtige Komponente. Bürstwaffen, Einzelschusswaffen, da bist du deutlich schneller. Und da haben viele gesagt, Mensch, wenn ich ein Rennspiel spielen will, kann ich ja kein Gas geben, kann es nicht justieren. Dann drückst du hier diesen Knopf und schon voller Weg. Wieder zurück, kannst du wieder Apex spielen. COD, 1 mm Tastenweg, Mausklick-Technik. Richtig geil und auch die Pedals, die sind programmierbar. Es gibt quasi keinen Controller mehr ohne diese Technik und ohne Pedals. Gibt es nicht mehr. Und früher war es so, wenn du den genau dir so zusammengestellt hast, warst du schon bei locker 210, 220 Euro. Programmierbare Tasten und Smart Trigger. Natürlich ohne das, das gab es bis vor ein paar Monaten noch nicht. Also hier, das war die letzte Generation vor ein paar Monaten, da gab es diese Regler noch nicht, aber da warst du schon alleine bei 50 bis 70 Euro mehr. Das sind quasi jetzt schon eine Ersparnis von 50 bis 70 Euro. Das ist jetzt das Grundgerüst, das hat sich jetzt geändert sozusagen und als dieser neue Controller rauskam, gab es dann nur noch mit Pedals und mit diesen Triggern und die waren dann bei 180, sind jetzt bei 150 Euro und Aim Controllers hat sich einfach gesagt, Mensch, über 90% der Leute bestellen eh mit Pedals, eh mit Triggern. Das machen wir einfach komplett in jeden jetzt rein. Das spart auch nochmal Geld und so kommen natürlich auch reduzierte Preise für die Komponenten zusammen. Ihr spart mehr. Und jetzt möchte ich euch nochmal sagen, was sich bei meinem Code ändert. Ihr bekommt jetzt ab dem ersten Euro schon 10% Rabatt.
Und wenn ihr jetzt fiktiv 300 Euro bezahlt, sind es trotzdem 10%. Das hat sich reduziert, weil ja eure Komponenten günstiger geworden sind. Wenn jetzt mein Rabatt auch noch 50 Euro obendrauf wäre, dann wäre es zu heftig. Das heißt, ihr bezahlt weniger, ich bekomme ein bisschen weniger Rabatt. Ihr spart aber dabei umso mehr. Dann macht es die Masse. Das ist eine feine Sache für euch, für mich. Und es können sich deutlich mehr Leute diesen Preis leisten. Und wie gesagt, meiner Meinung nach reicht eigentlich das Grundgerüst für 149 Euro schon. Dann haut ihr noch Code Casper10 drauf, bekommt 10% Rabatt. Dann seid ihr bei grob 130 Euro, ein bisschen mehr. Kommt noch der Versand und dann habt ihr eine Menge gespart und könnt ihr euch, und ich kann die Kritik verstehen, früher, oh, hast du teuer und hast du nicht gesehen. Jetzt ist das alles ein bisschen anders. Ich möchte jetzt einfach mal in dieses Menü reingehen. Und da stellen wir mal ganz kurz einen Controller zusammen. Und dann zeige ich euch die Komponenten für alle, die eine Menge Geld sparen wollen. Dann sage ich, pass auf, ändert hier nichts. 149 Euro Warenkorb, Code Casper10 noch reinmachen. Dann geht nochmal 10% weg und alles ist schön. Und ich muss euch aber eins sagen, das ist keine wichtige Komponente, oder? Ich stelle euch den einfach mal so zusammen, wie ich ihn hier in meinen Favorite Colors, entweder blau-gelb oder lila-gelb. Da bist du ein bisschen bei über 200 Euro. Das können wir ja mal machen. Ich mache hier mal... Moment, das Blau, dann haben wir hier die untere Farbe, dann hast du das, dann bist du schon bei 180 Euro, da sind wir schon bei 31 Euro mehr. Das ist halt Spielereifarbe, die brauchst du nicht. Wenn du Geld sparen willst, dann willst du wirklich nur die Pedals und die Trigger. 150 Euro, das ist echt geil. Die Farbe ist alles nur Spielerei, Schnickschnack, den die Menschheit nicht braucht. Was ich euch aber zeigen will, hier sind Farben für die Buttons, das ist auch alles Zeugs, was man nicht braucht. Auf was ich nicht mehr verzichten möchte, braucht ihr auch nicht zwingend, sind digitale Tasten. Das wären dann X, Kreis, Dreieck, Viereck und das D-Pad. Das kostet 35 Euro mehr. Ich sag euch, warum ich es geil finde, auch wenn ihr es nicht braucht, weil ich bin... Das war die falsche... die falsche Szene, es tut mir leid für diesen Fehler. Ich zeige euch, warum ich nicht verzichten will. Ich habe nämlich einen High-End mir bestellt für über 350 Euro, den ich auch nicht gestellt bekommen habe, aber ich wollte den unbedingt in High-End. Digitale Tasten, ihr habt definitiv, auch wenn euch irgendeiner sagt, ihr habt einen Vorteil, komm, es ist ein Millimeter Tastenweg statt 1,2 Millimeter, keine Ahnung. Hier bei den Schultertasten, definitiv habt ihr da einen Vorteil bei Triggerwaffen, aber digitale Tasten, ich zeige euch einfach mal den Unterschied. Das sind digitale Tasten. Ihr seht jetzt nur minimal, dass ich reindrücke. Und jetzt nehmen wir mal einen Controller ohne digitale Tasten. Ihr seht schon einen Unterschied, aber ihr werdet definitiv keinen Vorteil haben, dass ihr sagt, den Gunfight habe ich gewonnen, weil ich digitale Trigger habe, Tasten habe. Aber es fühlt sich verdammt geil an. Wie gesagt, ich habe den 3-4 Monate gezockt und dann ist mir hier das Pedal abgebrochen und ich hatte erstmal keine Alternative so schnell und musste umbauen. Dann habe ich schnell den anderen genommen, den Nigelnagel 9, selbe Pedals, alles schön, keine digitalen Tasten. Ich habe das sofort gemerkt, das hat sich für mich so eklig angefühlt. Es ist aber einfach ein Gewöhnungseffekt gewesen. Das ist einfach meine persönliche Meinung dazu. Man muss es nicht machen. Und was auch interessant ist, das ist auch keine Pflicht, das würde ich auch niemandem unbedingt empfehlen, der aufs Geld achtet. Achtung, es gibt diese Smart Trigger mit 1 mm Tastenweg auch für R1 und L1, natürlich auch für Xbox Controller, keine Frage. Hier ohne, das ist an sich nicht viel. Jetzt seht ihr das mit Smart Bumper, nennen die sich. Optisch schon ein deutlicher Unterschied. Aber für jemanden, der Geld spart, würde ich das nicht empfehlen. Ich mache jetzt mal die digitalen Tasten drauf und dann machen wir hier noch die Smart Bumper. Die sind hier ganz rechts. Zack. Das sind auch nochmal 34 Euro. Da sind wir schon bei 249 Euro. Und dann hast du natürlich auch noch Spielerei, wie die Farbe unter den Sticks kannst du ändern. Und so weiter und so fort. Und hier ist ganz wichtig, rechter Stick. Ein erhöhter Stick auf der rechten Seite ist für mich immer wichtig. Das ist halt Aim-Controller, Ziel-Controller auf Deutsch. Also der rechte Stick, mit dem zielst du nun mal. Ich habe natürlich immer einen erhöhten und ich würde jeden, egal ob PlayStation oder Xbox, ich würde immer einen Xbox-hohen Stick nehmen. Ich mache den jetzt einfach mal rot, um das besser zu zeigen. Denn die sind vertieft. Du rutschst mit dem Daumen deutlich weniger ab. Und das ist deutlich geiler. Du siehst hier links den ganz normalen Standard
PlayStation-Stick und hier, der ist deutlich vertiefter. Das fühlt sich geiler an. Also da hat Xbox echt geile Sticks, muss ich einfach mal sagen. Würde ich jederzeit immer so nehmen. So wie gesagt, du kannst hier noch das Touchpad verändern. Das ist alles Zeugs hier. 10 Euro mehr. Schnickschnack brauchst du nicht. Du kannst hier die Farben deiner Paddles noch ändern. Moment, das zeige ich dann hier nochmal. Blau. Hier ändert sich am Preis tatsächlich nichts, das ist völlig Hupe. Und dann kannst du dir noch Gamer Grip drauf machen. Gamer Grip gibt es nur noch die neue Variante. Das sind aber auch gleich mal 20 Euro mehr. Ich kann euch sagen, da bin ich ganz ehrlich, man kann drauf verzichten. Er fühlt sich aber wirklich geil an, muss ich einfach mal sagen. Es gab vorher einen Gamer Grip. Moment, der alte Gamer Grip, der sah so aus. Dieses ganze bunte Gelumpe gab es auch bei SCUF. Und dann wurde das geändert. Dann gab es diesen Gamer Grip. Achtung, ich gehe mal ganz nah ran. Da hast du hier ganz kleine Aim-Controller-Logos. Das fühlt sich richtig geil an. Aber nach einem halben Jahr Benutzung oder 4 Monate, wie lange ich ihn habe, greift sich das hier ab. Achtung, lebenslange Garantie. Einschicken, general überholt, alles neu, was defekt ist. Inklusive Gamer Grip kriegst du alles neu. Bezahlst nichts extra. Einfach geil. Und hier habe ich halt den mit der neuen Technik mal als Prototyp zugeschickt bekommen. 2 Monate bevor der released wurde. Ohne Gamer Grip. Ich spiele den jetzt seit einem Monat, seitdem hier mein Paddle abgebrochen ist, oder seit 1,5 Monaten. Du brauchst auch keinen Gamer Grip. Du gewöhnst dich auch daran, keinen Gamer Grip zu haben. Du bist dadurch auch nicht besser. Dieses ganze, ja, du rutschst dadurch weniger ab. Wo rutscht denn hier ab? Sind wir mal ehrlich. Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde es immer wieder mit Gamer Grip bestellen, weil es sich geil anfühlt. Du wirst dadurch nicht besser. Das ist so, so ehrlich bin ich dazu mir selbst. Ich mache den jetzt mal hier noch mit dran, den Gamer Grip. Dann bist du bei 269 Euro. Und das ist dann schon viel. Und hier wärst du eigentlich schon bei über 320, 330, 340 Euro. Weil alles drauf ist, was richtig geil ist. Und jetzt bist du hier bei 269 ohne Versand und bist locker bei einer Ersparnis zwischen 80 und 100 Euro. Mein Code Casper10 sparst du nochmal 10%, bist du bei 27 Euro nochmal weniger. Früher hättest du hier wahrscheinlich 60 Euro mit meinem Code gespart, aber da, wie gesagt, die ganze Grundmasse sich von Grund auf geändert hat, die ganzen Preise deutlich reduziert sind, sparst du einfach so mehr und mein Code musste natürlich logischerweise angepasst werden. Ich habe, wie gesagt, provisionstechnisch deutlich weniger davon, aber so wird vielleicht mehr verkauft und ich habe auch trotzdem irgendwie was davon. Und wichtig ist, dass euch geholfen ist und das ist einfach eine absolut fette Sache. Code Casper10, ganz wichtig. Leute, ich bitte euch, falls ich den Aufruf nicht schon gemacht habe, auf Instagram für alle, die schon mal was bestellt haben und zukünftig bestellen. Mein Code wurde tatsächlich über die letzten Jahre schon echt häufig benutzt. Schickt mir bitte mal auf Instagram ein Foto von eurem Controller. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen, weil ich da echt komplett kreative Ideen immer mal sehe. Und das ist immer wieder geil zu sehen, was es für Kombinationen gibt, wo ich sage, Mensch, könntest du dir auch mal so zulegen, da ich schon eine große Sammlung habe, weil ich das einfach geil finde, Controller zu sammeln halt, ist das eine feine Sache, einfach mal zu gucken, wie der Geschmack von euch so ist. Ladies and Gentlemen, ich bin auf eure Meinung gespannt. Code Casper10, wie gesagt, lebenslange Garantie, ich kann es euch nur ans Herz legen. Und diesmal ab sofort, egal was ihr bestellt, ab dem ersten Euro immer 10% mit meinem Code, egal wie viel ihr bestellt. Und alles, was unter 150 Euro ist, ist eben eine Tasche, ein bisschen Ersatzzeugs, eine Tastatur für 80 Euro. Sparst du auch nochmal 8 Euro, wenn du nur eine neue Tastatur willst von Aim-Controllers oder eine Aim-Maus. Weiß da geil, was es alles gibt. Eine schöne Mauspad, das kann ich euch hier nicht zeigen, das ist ungefähr so groß. So. Das Mauspad ist ultra, ultra geil, beleuchtet, AGB, bla 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 und so weiter. Spaß da auch. Ist eine feine Sache. Ich halte jetzt meine Klappe, bin auf die Kommentare gespannt und würde mich natürlich freuen, was ihr so zu sagen habt, dass ihr ein bisschen was in die Kommentare schreibt und hoffe natürlich auf positives Feedback und kein Gehate über Aim-Controllers und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist alles meiner Meinung nach relativ objektiv. Wenn du mit SCUF oder Nikon und wie die alle heißen eine schöne Erfahrung gemacht hast und bleibst dabei, dann ist das völlig okay, dann soll das auch so sein. Ich möchte hier niemanden überreden, aber wie gesagt, wenn hier der Hass einfach fälschlicherweise auf die Technik fällt, weil vielleicht mal ein Stickdrift passiert, dann ist der Hass gegen Sony zu sein und nicht gegen Aim-Controllers, weil das einfach Bullshit ist. Wisst ihr also Bescheid. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag am Tag, wo ich das jetzt hier veröffentlicht habe. Ansonsten einfach eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.